Und die anderen helfen mir hoch. Gut. Dann sammeln wir mal ein, was hier so liegt. Das werden wahrscheinlich wieder... Hey. Ah, eine Leiche. Falvons Handschuhe, der Reflexe plus 5. Und eine Ration. Ah, die Lederrüstung kann man weg. Gekritzelter Brief, Rechtsklick. Fulval, nur ich glaube nicht, dass du das hier jemals lesen wirst, aber du hattest recht. Wir hätten zusammen nach Süden reisen sollen. Es wäre sicherer für beide gewesen. Gern würde ich als Hebe der Welt ertragen, würde ich nur überleben, um sie zu hören. Ich habe mich aus der Reichweite der Biester entfernt, die unter mir kreisen, aber ich bin trotzdem erledigt. Ich glaube nicht, dass ich hier wieder hinaufsteigen werde. Wer auch immer das hier findet, betet für mich. Vielleicht werde ich im nächsten Leben lieber Wölfen nachstillen. Okay, wir haben einen Brief gefunden. Das kann mal weg. Sankrianzorn. Und die Handschuhe machen Reflexe plus 5. Also genau richtig für mich. Ah. Gut. Runterklettern. Okay, wir besorgen uns auf jeden Fall, wenn wir wieder in der Stadt sind, einen Kletterhaken. Damit wir da einfacher hochkommen. So, unser nächstes Ziel ist die Bärenhöhle. Gekritzelter Brief. Fulvano, ich glaube nicht, dass du das jemals lesen wirst. Ort entdeckt, Bärenhöhle. Hinein. Okay, der Bär hat mich bemerkt. Ja. Du Beute. Hey. Du wirfst den um. Yes. Und du warst Geschosse auf sein kleines. Genau. Ja. Du den Schuss und du Geschosse auf den. Hey. Auf. Wirf ihn noch mal um. Ja. Er ist schon zu schwer verletzt. Keine Nutzung übrig. So, er ist tot. Und das bevor Fenris ausgeschalten wurde. Ja. Gut, wir haben zwei Bärenfälle. Oh, und wir haben einen Toten, das ist jetzt wir sehen können. Das hier ist gar kein... Warum ist hier ein Lager aufgeschlagen? Ein zweihändiges Schwert. Mäuse kriechen durch die Augenhöhlen und über die Oberschenkelknochen. Verirrter Geist. In der muffigen Höhlenluft scheint eine Gestalt zu schweben. Ihre Form und Züge verschwimmen und finden sich in kaskadierenden Wellen der Weißglut. Du spürst, wie ihre Energie um deine Gliedmaße strudelt und sie mit einem starken Frostgefühl erfüllt. Hand ausstrecken? Du streckst die Hand nach dem Geist aus. Im Moment des Kontakts fühlst du dich so, als hättest du einen Schlag gehalten. Du staumelst mit schwindeligem Kopf hilflos in die lauernde Finsternis herein. Am Rande des Sichtfelds kommt Licht auf. Du spürst die Sonne im Rücken und das Gewicht eines Bogens in deiner Hand.
Dir wird plötzlich bewusst, dass du den langen Weg aus dem Tal gekommen bist, um Hirsche zu jagen. Jetzt stehst du vor einer Höhle und die Finsternis erstreckt sich weit in sie hinein. Trotzdem geht dein Freund vor, dir forscht nach vorne und sein roter Umhang schlenkert um seine Fersen. Du folgst ihm mit hämmernden Herz in der Brust, tiefer in die Höhle hinein. Etwas brüllt dort wie ein Donner und das Echo dieses Gebrülls ist überall um dich herum. Die Angst packt dich und taumelnd fließt du in Richtung des Lichts auf den Ausgang zu. Du siehst Metall glänzen und hinter deinem Knie brandet urplötzlich stechender Schmerz auf. Du schreist, taumelst und fällst. Deine Gedanken sind völliges Chaos und werden vom Schmerz durchstochen. In einem Moment schrecklicher Klarheit aber siehst du, wie ein Freund vom Höhlenrand zu dir zurückschaut. Sein Dolch ist wie sein Umhang auch blutrot gefärbt. Und da schiebt sich diese riesige dunkle Form über dich, gefolgt von noch mehr Schmerz. Die Vision schwindet und du wirst mit scheinbar ärgerlicher Wut wieder in ein eigenes Selbst zurückgeworfen. Die Leiche liegt zu deinen Füßen und der Geist verweilt immer noch. Im Energiebogen zwischen euch beiden spürst du ein gewisses Fragen, Verwirrung, Wut. Ich traf ihn unterwegs, deinen Freund. Oh, plötzlich strömt der Geist von einer Art peitschender Wut aus. Zorn und Trauer scheinen wie Rauch aus der glänzenden Gestalt zu strömen. Ich werde ihn finden und dafür sorgen, dass er für das, was er dir angetan hat, büßen muss. Ein Moment lang scheint der Geist hell zu brennen und dein Kopf erfüllt sich mit widerlichem Triumph. Der Geist scheint durch die Kraft seines eigenen Jubels schwächer zu werden. Er wird immer schwächer und schwächer, bis du abermals in der Höhle alleine bist. Ja. Rache aus dem Grab. Eine neue Aufgabe. Also Aufgaben sind wohl so kleine Sachen. Also noch kleiner als Nebenquests, nehme ich mal an. Werde ich in der Wildnis des die Wildnis des Talholzes erkundete, fand ich eine kleine Höhle, in der ein stattlicher Bär lebte. In der Höhle fand ich einen teilweise gefressenen Leichnam und einen Geist, der mir über eine Art Magie den letzten Moment im Leben eines Mannes vermittelte. In Talholz fand ich einen seltsamen Jäger, der mir berichtete, sein Freund sei von einem großen Bären in der Gegend gefressen worden. Nachdem ich die Umgebung erkundet hatte, fand ich die Höhle mitsamt den Bären und Perils Überresten. Ich erlebte eine Vision von Perils letzten Augenblicken, die mir eine weitaus schmutzigere Wahrheit offenbarten. Sein Freund Nonten lebte ihn, als er versuchte, dem Bär zu entkommen. Welche Gründe Nonten dafür hatte, ist unklar. Vielleicht kann ich mehr Antworten bekommen, indem ich den Mann direkt konfrontiere. Nonten lebt im nahegelegenen Dorf Goldtal. Mhm. Zu spät zum Abendessen um Korns Breite. Ich habe es Sveno überzeugt, Trumbull und seine Familie nicht mehr zu bedrohen. Trumbull wird erleichtert sein, das zu hören. Okay. Damit wäre wohl dieses Gebiet hier auch abgeschlossen. Ihr müsst nur noch herausfinden, wer Fulvano ist. Aber wir behalten den Brief einfach mal, wenn wir diesen Fulvano finden. So, wir wollen zurück nach Goldtal von hier aus. Da es in diesem Gebiet nichts mehr für uns gibt. Okay, es ist dunkel. Wir scheinen noch keine Erschöpfung zu haben. Was okay ist. Und ja, die Anzahl der Lagersachen, die wir haben, hängt von dem Schwierigkeitsgrad ab. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht gewusst habe. Jetzt können wir halt insgesamt nur zweimal unterwegs rasten, bevor wir neue Vorräte brauchen. So, dann besuchen wir mal ihn hier in seinem Haus. Genau, da ist Nonten. Hail and well met. Hallo mal wieder. Ingroet lächelt. Ich hoffe, Goldtal ist nett zu dir gewesen. Nonten, ich weiß, was in dieser Bärenhöhle wirklich passiert ist.
Norton weicht die Farbe aus dem Gesicht. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Ich habe dir die Wahrheit gesagt. Beschuldigst du ihn einer Tat? Inogrit schaut Norton an und berührt ihn an Arm. Wer es wegen des Unfalls ist, wir beide trauen über den Verlust von Peril, aber das war das Werk eines wilden Tieres. Norton schüttelt leicht den Kopf und du kannst deine Hände zittern sehen. Wieso solltest du etwas Ungeheuerliches behaupten? Ich hatte in der Höhle eine Vision. Ich sah die letzten Augenblicke in Perils Leben, so wie er sie erlebte. Ich sah, wie du ihn mit dem Messer niedergestreckt hast. Das ist unmöglich, Norton starrte ich an. Wie solltest du das erfahren haben? Seine Hand fällt zu seinem Schwertgürtel herab. Ich habe keine Spuren hinterlassen. Norton, warte, Inogrent hebt die Hand. Ich weiß nicht, was du in dieser Höhle gesehen hast, aber in Wirklichkeit ist alles ganz anders. Perli, mein Ehemann, er war genauso ein Biest wie dieser Bär. Bei seinem ersten Wutausbruch versuchte ich zu gehen, aber er wollte das nicht zulassen. Mit schmerzvollem Gesicht schaut sie weg. Norton, er, als wir uns trafen, wusste ich, dass ich jemand Besonderen gefunden hatte, jemand Gütiges, jemand, dem ich etwas bedeutete. Bitte, wir wollen gar nicht mehr als hier zu verschwinden. Woanders wollen wir einen Neuanfang wagen. Wir, sie schaute auf die Taschen ab. Wir haben einige Münzen gespart. Du könntest sie haben, sofern du uns gehen lässt. Okay. Klingt fair her damit. Also wenn das wirklich so ist, wie sie sagt, und ich glaube ihr das mal, dann ist es okay, dass der Geist getötet wurde. Also, dass Peril getötet wurde. Ja, wir sind im Mittelalter. Hier gilt noch Lynchjustiz. Lasst mich. Also, klingt recht fair her damit. Nein, ungeachtet der Grund hast du den Tod eines Mannes verursacht. Ich werde den Magistrat hierüber gerichten. Angreifen. Peril bekommt keine zweite Chance und ihr beiden habt auch keine verdient. Behaltet das Geld, beginnt damit euer neues Leben. Ich brauche eure Geld nicht. Geht mir aus den Augen. Also Hagrim wird kein Blutgeld annehmen. Und Hagrim ist auch nicht so milde getätigt, dass er sagt, behaltet euer Geld und beginnt ein neues Leben. Ich sage einfach, ich brauche euer Geld nicht, geht mir aus den Augen. Ingrid atmet zittrig aus. Ja, werden wir. Danke, danke für dein Mitgefühl. Lass uns hineingehen, unten. Wir haben einen langen Weg vor uns. So, hat uns das irgendwas an meiner Gesinnung geändert? Nein, nicht wirklich. Aber wir haben Rache aus dem Grab. Nachdem ich Inogrets Version der Geschichte gehört hatte, beschloss ich ihr und Norton das Verlassen Goldteils zu bestatten. Vielleicht könnten sie an einem weit von hier entfernten Ort ein neues Leben beginnen. Ja, der Geist dürfte ja jetzt im Jenseits sein und mich nicht heimsuchen dafür, dass ich sie hab gehen lassen. So, wir suchen mal wieder etwas raus, dass wir mehr Übersicht haben. So, okay, wir haben das abgeschlossen. Das Gebiet da oben und alles. Das hier war Schmiede Schwarzer Hammer. Also ja, ich nehme mal an, die Person, an die der Brief gerichtet ist, den wir gefunden haben. Dieser Brief hier. Den können wir übrigens mal wegpacken. Diese Person ist vielleicht wirklich gen Süden gezogen, in Richtung der Hauptstadt. Also wenn wir hier auf die Karte gucken, ist sie vielleicht hier nach Trutzbucht gezogen, diese Person. So, wir wollen aber erst einmal hier raus. Magrads Gabelung, okay. Es gibt ja noch weitere Wege hier nach draußen. Straße nach Osten. Wo führt uns die Straße hin? Das ist wirklich wie ein Baldur's Gate. Wir müssen das Gebiet an jedem Rand irgendwo verlassen. Also da jedenfalls, wo Kartensymbole sind. Damit wir die verschiedenen Gebiete sehen. Esternwald. Ja, wir wollen aber eigentlich nach
Wie heißt es? Da, wo wir auch die Schmiedesachen wahrscheinlich finden. Schwarzauen. Südöstlich von Goldtal. Südöstlich sind wir aber rausgegangen.